Leute und herzlich willkommen zu Hitman. Wir müssen heute das Virus zerstören. Leute, da liegt eine Leiche. Genau, das ist das Ziel von heute und ich spiele das jetzt gerade zum zweiten Mal. Ich möchte es für euch realistisch lassen und werde ungefähr so reagieren, wie ich auch habe. Das Praktische ist, ich weiß jetzt wie. OBS war wieder zu scheiße, um die ganze Datei zu speichern. Das nervt mich langsam, aber so hat mir das auch ein Kollege gesagt. Ich muss so einen Anzug bekommen. Weil das Virus ist jetzt nur in dem Raum. Weil ich so einen Anzug habe, ist alles viel leichter. Und jetzt erstmal müssen wir kurz ein bisschen Rambozamba machen. Und zwar die zwei umbringen. So. Das hätten wir erledigt. Nope. Nope. Das muss halt. Nope. Nope. Mach doch die Tür zu, Alter. Wir müssen jetzt runter. Ja, wir sind ja jetzt Security. Und jetzt gehen wir mal hier nach vorne. Und zwar. Genau, das hat es mir vorhin nicht gesagt. Da muss ich selber drauf kommen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Und zwar müssen wir uns jetzt hier unauffällig unten hängen lassen. Wir klettern hier an der Wir klettern hier runter. Nein, jetzt kletter doch da runter. Eigentlich. Genau, das leiten wir jetzt mal hier runter. Richtig stylisch. Jetzt laufen wir hier ganz normal durch. Wir sind ja Security, wir dürfen hier sein. Wir nehmen einen Schraubenschlüssel, weil der hat mir vorhin das Leben gesaved. Hier ist noch Rattengift, das nehmen wir auch mal noch mit. Und da mich der hier ja nicht erkennt, gehen wir jetzt einfach hier durch. Und vorhin hatte ich da halt so ein bisschen verkackt gehabt. Und zwar erkennen mich jetzt nicht alle. Und vorhin bin ich da durchs Labor gelaufen und wenn ich da durchlaufe, da merken die das, wenn ich so einen Binärcode benutze. So muss ich an denen vorbeischleichen. Die Frage ist wie, weil... Oder ich versuche jetzt einfach mal hinten durchzuschleichen, aber es könnte ein bisschen schwierig werden, weil ich glaube, also die sehen mich doch safe. Scheiße. Okay, wir rennen einfach. Wir begleiten, direkt begleiten. Komm schon, gib Gas. Okay, so, weil jetzt sehen sie mich nicht mehr, weil ich bin ja verkleidet. Okay, hier nochmal kurz ein bisschen. Hier bin ich durchgerannt. Hier durch die Tür und dann hier durch. Macht's nicht nach, Leute. Also ist der Server. Und Ratten. Ah, nehmen wir wahrscheinlich das Virus getestet. Wir gehen jetzt rein. Und zwar habe ich auch rausgefunden, wie ich das Virus zerstöre. Was ist denn hier los? Das hätte ich eigentlich machen müssen. Und zwar hier den Computer sabotieren, weil, jetzt seht ihr es gleich, so. Ja, hier geht jetzt dorthin, weil er denkt, was ist denn los? Und eigentlich ist jetzt, also die Lüftung ist jetzt scheinbar schon kaputt. Und jetzt machen wir noch die Temperatur vom Virenschrank ein bisschen nach oben. So, jetzt haben wir das Ganze bemerkt, genau. Aber das sind sie egal, denn, oh Gott, wir sind durchgekommen. Und jetzt einfach weg. Das Gute ist, sie wissen nichts. Also doch, sie wissen schon was, aber naja, sie wissen nicht, dass ich das war. Und jetzt klettern wir einfach hier nach oben. Komplett unauffällig. Wie halt es ein Geheimagent so macht. Ein Geheimagent, wie ich das bin. Das Virus ist zerstört. Wir müssen nur noch einen Ausgang finden. Das Gute ist, wir werden jetzt nicht verfolgt. Vorhin wurde ich nämlich verfolgt. Dann wurde das Ganze noch ein bisschen stressiger. Hallo? Ja, Steuerung wird gerade gebackt. Hallo? Moin, servus, moin. Verkleiden. Weil, dann darf ich hier auch durch. Ich habe keine Probleme. So macht das ein Geheimagent, ihr wisst es. Und hier kennen wir ja noch diesen Gang. Hier gehen wir jetzt einfach raus. Ganz auf entspannt. Die erkennen mich nicht, die juckt es jetzt auch nicht. Weil wir sind ja jetzt Security und ja. Die hilft ja einander und so. Moin, servus, moin. Genau, und dann steigen wir, meine ich, jetzt hier in unseren coolen Fiat. Oder das sind noch Fiat oder so. Keine Ahnung. Und das war's. Wir haben's. Ich schaff's. The security is in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key.
won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Der tat weh, Alter. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ist das einer von uns oder einer von einer anderen Organisation? Weil irgendwie bereitet mir das ein bisschen Sorgen. Das war's mit dieser Folge. Hitman. Weil wir haben die zwei Personen umgebracht und wir haben sogar das Virus zerstört. Das heißt, wir sind doppelt so gut. Wir haben 11 Leute umgebracht, die nichts dafür konnten. Guter Geheimagent. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge. Hitman. Bis zum nächsten Mal. Ciao.